Ich bete mit uns. Jesus Christus, danke, dass du groß bist und dass das keine Angst macht, sondern Ruhe ausstrahlt. Danke, dass du Herr der Lage bist, unseres Lebens, dieser Welt, dass du zeitliche und ewige Gedanken hast und weil wir bei dir Heimat haben. Ich danke dir, dass du gute Gedanken hast, die du vor 2000 Jahren hast landen lassen und die du heute noch landen lässt. Und genau darum beten wir, dass du das jetzt jedem beim Zuhören, ob egal hier, online, zeitgleich oder verspätet, das zeigst und durch deinen Geist Worte lebendig werden lässt. Amen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch zu sein in Rodenbach. Mein Name ist Sebastian, ich arbeite als Kreisjugendpastor im Dill-Westerwaldgebiet und das ist der Grund, weshalb ich heute Morgen auf der Liste bei euch stand zum Predigen. Ihr gehört mit zum Dill-Westerwaldgebiet, das sind 35 andere Gemeinden, die auch mit dazugehören. Normalerweise als Kreisjugendpastor reist man in die Gemeinden rein, ganz selten gehen die online mit YouTube und Co. Dann ich kann ein Jahr lang dieselbe Predigt halten und es stört keinen. Das geht aktuell in diesen Zeiten nicht und ich stand tatsächlich letzte Woche vor der Frage, dass ich nicht die Predigt halte, die ich vor 2 Wochen in Dillenburg gehalten habe, war klar, weil die steht ja noch bei YouTube. Und da habe ich mich gefragt, gut, machst du jetzt wieder eine Predigt zum Thema Corona, wo wir gerade drin leben, oder mal eine andere Predigt, nicht zu Corona. Und ich habe mich entschieden, mal eine andere Predigt nicht zu Corona zu halten. Zum einen finde ich es gut, sich damit zu beschäftigen, zum anderen merke ich aber auch selbst, wie es mir gut tut, mal woanders dran zu denken. Und das Leben von uns allen hat so viele Themen und Lebensbereiche, dass es lohnt, woanders hinzugehen. Ich liebe das Thema Jüngerschaft, weil von da baut sich ganz viel im Glaubensleben von uns allen auf. Und deswegen bin ich auch da gelandet und nehme euch jetzt mit rein. Den Titel habe ich mal genannt, wie Jesus deinen Glauben prägt. Wie Jesus deinen Glauben prägt. Ich versuche dich in 1, 2, 3, 4 Gedanken mit reinzunehmen. Und diese Predigt knüpft an eine Predigt an, die habe ich vor 2 Jahren bei euch gehalten. Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass du noch weißt, was ich vor 2 Jahren bei euch gemacht habe und vielleicht warst du auch gar nicht da, gibt es so eine ganz kleine Einführung, aber die ist wirklich klein und kurz und darauf bauen wir dann ein bisschen auf. Die Kernpointe damals hing mit 2 Szenen aus dem Neuen Testament zusammen, wo ich sagen würde, die muss man kennen. Ich sage ganz selten muss oder versuche es, weil ich das Wort an sich nicht mag. Aber es gibt 2 Szenen, die helfen unheimlich, um zu verstehen, wo wollte Jesus eigentlich hin? Die erste Szene ist sein erstes öffentliches Wort. Erste öffentliche Worte haben ja immer so eine Signalwirkung. Jesus hat sich entschieden, nach Matthäus 4 zu sagen, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Punkt. Szene 1. Szene 2. Jesus, wir kommen ja gerade von Ostern, frisch auferstanden, kurz vor seiner Himmelfahrt, hat er nochmal 40 Tage Zeit mit seinen Jüngern. Und in diesen 40 Tagen hat er nur ein Thema. Apostelgeschichte 1 fasst das so zusammen. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt für Jesus. Da baut sich alles andere von auf. Und Jesus gelingt was Faszinierendes. Ich werde hier vorne Flipchart-Bilder entfalten, heißt das Wort, die relativ simpel sind. Deswegen male ich die auch nicht so groß. Jesus gelingt etwas Wunderbares in seiner Rede vom Reich Gottes. Nehmen wir mal an, das ist unsere Lebenslinie. So. Und lange Zeit habe ich beim Reich Gottes dann gedacht, hier ist meine Lebenslinie und das Reich Gottes ist dann das, was kommt, wenn ich mal tot bin. Jesus spricht allerdings so vom Reich Gottes, die Bilder sind sehr simpel, wie ihr merkt, also ihr müsst euch jetzt einfach eine grüne und eine blaue Linie vorstellen, wenn ihr nicht vor dem PC sitzt, dann seid ihr ein bisschen dichter dran. Jesus spricht so vom Reich Gottes, dass er sagt, denkt um, denn es ist nahe. Oder er spricht so davon, er sagt, es ist mitten unter euch. Jesus bringt eine grüne Linie in unser Leben rein und sagt, okay, es strahlt jetzt schon was in dein Leben aus, da, wo du bist, nämlich das Reich Gottes. Für Jesus ganz klar, in deinem Leben, da, wo du jetzt bist, auf deiner blauen Linie, gibt es grüne Strahlen. Grüne Strahlen des Reiches Gottes, wo Gott sagt, okay, ich bin in deinem Leben dabei, ich tue was. In deinem Leben und durch dich auch im Leben von anderen. Das wäre die ganz kurze Komprimierung der Predigt von vor 2 Jahren. Ja, das war wenig. Vielen Dank für diesen Kommentar. Ihr könnt die auch bei YouTube nachhören, aktiv online, dann nutze ich das gleich für Werbung. Da steht die Predigt nochmal, nicht in der Qualität wie heute Morgen, aber die Inhalte werdet ihr darüber auch noch kriegen.
wie Jesus deinen Glauben prägt. Das Wichtigste zum Einstieg. Das Griechische hat unserer deutschen Sprache manchmal was voraus. Zum Beispiel hat es für unser Wort Zeit zwei Begriffe. Es hat den Begriff Chronos, den kennen wir von Chronograph, der meint so mehr den Zeitverlauf. Und es hat den Begriff Kairos, den Zeitpunkt. Ihr könnt mal den griechischen Gott Kairos googeln, der veranschaulicht die Wortbedeutung von Kairos ziemlich gut. Und zwar, bei Kairos geht es um günstige Gelegenheiten, die es gilt, beim Schopf zu packen. Ihr werdet feststellen, dieser hat vorne eine Glatze, dieser mythologische Gott, und hinten einen Schopf. Und Kairos ist der Zeitpunkt und so ein günstiger Zeitpunkt. Ich würde lieber von heiligen Momenten sprechen. Also Momente in deinem Leben, wo du merkst, boah, hier geht aber gerade eine Tür auf. Es kann sein, du sitzt in der Predigt und denkst, der Prediger, der weiß, was gerade los ist. Es kann sein, du bist in deinem Leben, auf einmal kommt so ein Einfall, der irgendwie alles erhält. Es kann sein, du bist in einem guten Gespräch mit einem Freund und merkst, boah, das tut gerade einfach richtig gut, das ist ein heiliger Moment. Meine Seele, die atmet gerade hier mal richtig auf. Also Chaos-Momente sind so Momente, wo einfach alles zusammenpasst. Und das Ziel von Jesus war ja nicht einfach nur zu sagen, okay, Freunde, das Reich Gottes strahlt rein, hier ist es, sondern den Leuten beizubringen, sensibel zu werden für die Aufschläge Gottes in ihrem Leben. Er hat seine Jünger mitgenommen, hat nicht nur erzählt, okay, so und so ist das theoretisch, sondern okay, so merkst du, wenn Gott in deinem Leben dabei ist. Und es gibt ganz viele Aufschläge Gottes in deinem Leben, in unserem Leben. Und die Kunst ist so ein bisschen, die wahrzunehmen. Das Spannende ist, ob das eine Predigt ist, wo du merkst, die passt. Ob das ein Gespräch ist, wo du denkst, wow, das tut gut. Ob es eine Gebetserhörung ist oder ein Einfall, es könnten ganz viele Punkte sein. Immer dann, wenn so ein Kairos-Moment geschieht, fängt Gott eine Lernreise mit dir an. Dann startet wie so ein kleiner Kreislauf, wo Gott dich auf den Weg mitnimmt und sagt, okay, wir gucken uns jetzt ein Thema deines Lebens mal genauer an. Den läufst du durch und irgendwann kommt ein neuer Lernkreislauf und ein neuer Lernkreislauf. Und im Prinzip macht Gott durch die Aufschläge in unserem Leben Punkte, wo er unser Denken verändert. Das war ja das erste öffentliche Wort von Jesus, wo er sagte, denkt um. Und dieses Umdenken, das passiert in diesen Lernkreisläufen. Ich schreibe drei kleine Buchstaben hier rein, die ihr euch aber ganz einfach merken könnt. Diese Lernkreisläufe haben immer was damit zu tun, dass du etwas hörst, dass du dadurch zu einem neuen Umdenken, zu einem neuen Denken kommst und dann was tust. Das kannst du dir über den Hut sehr gut merken. Wie Jesus deinen Glauben prägt ist, er gibt dir Impulse, die lösen was in dir aus, du kommst zu einem neuen Denken und durch das neue Denken zu einem anderen Tun. Weil Denken prägt, was du wirklich tust. Die Denkmuster, die du hast, die prägen das, was du nachher tust. Das ist also die erste Pointe, wie Jesus deinen Glauben prägt. Er sensibilisiert dich für die Aufschläge Gottes, für diese Lernreisen. Seine ersten Jünger hat er in ein neues Leben reingeführt, weil sie gemerkt haben, wie Gott in ihrem Leben handelt. Und genau das macht Jesus durch den Heiligen Geist noch heute. Jetzt gibt es auf den Lernreisen, in denen wir unterwegs sind oder auch als Gemeinden, eine wichtige Unterscheidung. Theologisch können wir die nennen Rechtfertigung und Heiligung. Wenn man so theologische Begriffe als Pastor nennt, dann sieht man bei manchen schon, wie so die Augenklappen ein bisschen nach unten gehen, weil die manchmal so begriffsschwanger da rumstehen. Deswegen, bevor ich zu diesen Begriffen komme, will ich erstmal zeigen, wo die ein bisschen praktisch werden. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben gedacht, wenn ich so die Bibel gelesen habe, boah, ich glaube, die ersten Jünger hätten es schwer in unseren Gemeinden gehabt. Ich weiß nicht, wie lange wir die hier gehalten hätten. Also so einen extrovertierten Paulus, der noch dazu einen relativ kurzen Geduldsfaden hat. Also mit einem Schwert mal jemandem das Ohr abhacken. Oder Jesus dreimal verleugnen, vorher noch große Klappe und nachher im Alltag dann doch runterfallen. Oder vorlaut sein und auf dem Wasser gehen wollen und nachher untergehen. Oder die Jünger, als sie dann den Rangstreit haben, unbedingt die Ehrenplätze haben wollen, zur Rechten, zur Linken von Jesus, können wir da sitzen. Das sorgt ja für Unmut. Wenn jetzt einer von euch sagt, hier, ich will die Ehrenplätze, das macht ja was mit allen anderen. Das sind ja so Dynamiken, die haben wir in Gemeinde. Das sind so Konfliktpotenziale, die die ersten Jünger hat. Und ich finde das Faszinierende, Jesus hat die alle im Team behalten. Selbst den Judas, von dem es heißt, dass er sich manchmal an der Kasse vergriffen hat, hat Jesus im Team behalten. Zieh dir das mal rein, dass Jesus die alle im Team behalten hat. Das ist jetzt der Übertrag zur Rechtfertigung und Heiligung. Den Gedanken, den ich gerade von den Jüngern hatte, fasst der Paulus etwas abstrakter. Bei Rechtfertigung sagt er, okay, du bist im Team mit Gott, weil Jesus für dich gestorben ist. Und bei Heiligung geht es dann darum, okay, weil du im Team mit Gott bist, wie ändert sich dein Leben? Was ändert sich dadurch, weil du eben in dem Team bleibst?
Also, Rechtfertigung ist das Ding, wo Jesus sagt, ihr bleibt in meinem Team. Heiligung ist das Ding, wo Jesus sagt, so, jetzt seid ihr in meinem Team, ich bringe euch was bei hier mit diesen Aufschlägen. Ich glaube, gerade als Freikirchen müssen wir diese beiden Begriffe auseinanderhalten. Ich sag mal, ein Petrus hätte nachher keine einzige Gemeinde gegründet, wenn Jesus den nicht durch dick und dünn mitgenommen hätte. Wir sehen bei jedem von uns den Status quo. Ich weiß nicht, wo du gerade vielleicht auch zu Hause sitzt. Man sieht immer nur so den Status quo. Ich weiß nicht, wie du dich in der Gemeinde vielleicht zu Hause oder auch nicht zu Hause fühlst, weil du denkst, boah, da passe ich ja gar nicht hin. Jesus hält dich in seinem Team. Und sagt, hey, du bist in meinem Team und ich gehe mit dir in dein Leben rein. Dass wir gerade als Freikirchen sensibel sind und Rechtfertigung und Heiligung auseinanderhalten. Ich glaube, das ist auch psychologisch heilsam. Ich finde keinen Psychologen, der mir widersprechen würde. Annahme ist die Grundvoraussetzung für Entwicklung. Annahme ist die Grundvoraussetzung für Entwicklung. Gilt auch in der Kindererziehung. Da, wo du das Kind annimmst, da hat es den Boden, um sich zu entwickeln, weil sonst ist der Boden schief und es muss immer versuchen, irgendwas zu beweisen. Rechtfertigung und Heiligung auseinanderhalten bedeutet, du stehst auf dem Boden der Annahme. Und weil du da stehst, kannst du vorwärts gehen. Vielleicht bist du gerade innerlich, so ganz mit dir, in einem Moment der Verzweiflung, hast immer wieder den Gedanken, ich bin nicht gut genug. Du sagst, boah, passe ich da hin? Ich hatte mal einen seligen Nachmittag, der unselig anfing. Ich habe damals noch in Limburg wohnend, im Wohnzimmer gesessen, ein DIN A5 Blatt vor mir und habe mal all das aufgeschrieben in meinem Leben, worauf ich stolz bin, worauf ich nicht stolz bin, wo ich meine Schwächen habe, wo ich mir immer wieder vornehme und nachher doch scheitere. Und habe das mal, das war wirklich so eine Auflistung, alles dahingeschrieben. Und als letzten Satz habe ich ein Gebet geschrieben. Sag, Jesus, das alles bin ich und gehört gerade zu mir. Und wenn du Bock hast, mit mir zu leben, ich gehe gerne mit dir weiter. Jesus hat Bock, sagt, du bist Teil meines Teams. Ich will dich in meinem Team haben. Das ist so wichtig für dich auf diesem Weg, das klar zu haben und die Veranschaulichung dafür. Es gibt in unser aller Leben zwei Achsen. Stellt euch einfach ein simples Koordinatensystem vor mit so einer X und einer Y-Achse. Wie üblich gibt es da einen positiven und einen negativen Bereich. Es gibt die eine Dynamik, die hat mit Ermutigung und Annahme zu tun. Ich schreibe mal nur das A dahin. Mit Ermutigung und Annahme. Und es gibt die andere Ebene, die hat mit, ich nehme mal das englische Wort, weil ich es am schönsten finde, Challenge zu tun. Und dadurch, dass erstmal Jesus sagt, okay, du bist in meinem Team, dass wir von Paulus mit der Rechtfertigung hören, bewegst du dich hier mit dem Annahmegebiet schon mal im positiven Bereich. Und ihr könnt das auch in der Lernentwicklung, wird dieses Quadrat auch genommen. Ein Mensch entwickelt sich vor allem dann in diesem Bereich, wo eine hohe Annahme ist und ein angemessenes Maß an Challenge. Kannst du dir unheimlich leicht vorstellen. Stell dir vor, ich wäre so ein Typ, ich würde dich einfach immer umarmen und ganz lieb haben und ich wäre jetzt der Chef auf deiner Arbeit, keine Ahnung, wo du dann arbeiten würdest, hätte ich einfach immer nur lieb. Ich gebe dir aber nie eine Herausforderung. Wir haben auch nichts vor auf unserer Arbeit. Wir treffen uns einfach, trinken Kaffee und wir genießen es, dass wir zusammen sind. Das ist eine gewisse Zeit, findest du das schön. Irgendwann sagst du, warum bin ich hier? Durch Rechtfertigung und Heiligung, dadurch, dass Jesus seine Jünger im Team behält und passend herausfordert, bewegt er sich in diesem Feld und sagt, okay, das ist das Feld, wo du dich entwickelst. Du bist im grünen Bereich und dann immer mal wieder in der passenden Herausforderung. Wie prägt Jesus deinen Glauben? Indem er dir deine Gewissheit wachsen will, du gehörst zum Team. Und dann für dich angemessene Herausforderungen hat. Er prägt deinen Glauben durch die Annahmen und die Herausforderungen, um dich in diesen positiven Quadranten hier oben zu bringen, wo Entwicklung möglich ist. Wie geht das ganz praktisch? Was würdest du mir auf die Frage antworten, wie prägt Jesus deinen Glauben? Machen wir gerade so eine innere Auflistung. Wie prägt Jesus deinen Glauben? Tippe, wenn wir es jetzt sammeln würden, hier vorne hinschreiben, würde ich hören, also durch Predigten. Vielleicht auch durch Hausreise, ja, durch Gemeinde halt insgesamt. Ja, im Gebet, ja, beim Bibellesen. Das sind alles richtige Antworten und doch greift mir das zu kurz. Geh mal die biblischen Geschichten durch, die du so gerade auf der Platte hast. Was würdest du sagen, wie hat denn Jesus den Glauben seiner Jünger geprägt? Wie hat Jesus den Glauben seiner Jünger geprägt? Und das lässt sich schön systematisieren. Ihr werdet ganz viele einfache Bilder heute Morgen finden. In einem Dreieck. Jesus hat in einem Dreieck seine Jünger geprägt. Das erste war, ich schreibe mal I hier oben hin, Infos.
Lehre. Das ist jetzt tatsächlich das, was wir über Predigt und sowas fassen würden. Jesus hat gesagt, okay, Lehre. Dann ist Jesus, ich nehme das V für Vorbild, einfach ein Vorbild gewesen. Die haben bei Jesus gesehen, ach, wie macht er das, wie macht er jenes und das. Der dritte Bereich, und das ist jetzt der, um den es mir geht, deswegen male ich den auch noch grün ein, der kommt mir meines Erachtens zu kurz in unserer Wahrnehmung, wie Jesus uns prägt. Im Alltag. Jesus prägt dich in deinem Alltag. Ganz ohne, dass du in einem Hauskreis sitzt, ganz ohne, dass du auch nur irgendeine Predigt gehört hast oder die Bibel gelesen hast, ist der in deinem Alltag unterwegs. Das passt nämlich unheimlich gut zu dem Schaubild hier oben. Er ist mit dir in deinem Alltag unterwegs. Überleg mal die Jünger. Da mussten sie irgendwann mal zwei Esel holen. Wird ein geistliches Erlebnis. Irgendwann haben sie mal 5 Brote und 2 Fische organisiert. Geistliches Erlebnis. Die haben diesen Rangstreit, wer die Ehrenplätze bekommt. Was macht Jesus daraus? Sagt, super, Streit, kann ich nutzen. Alltag, geistliches Erlebnis, ich präge jetzt deinen Glauben. Das, wie du denkst. Es ist ganz viel Alltag. Dritte Pointe, die werden jetzt ein bisschen kürzer, die kommen. Jesus prägt deinen Glauben durch den Alltag, in dem du unterwegs bist. Lerne sensibel zu werden für die Aufschläge Gottes, für das, wo du drin steckst. Ich kann mir unheimlich gut vorstellen, eine Situation, mindestens eine Situation deines Lebens ist gerade ein Lernkreis, den Jesus mit dir macht. Ein Lernkreis, wo dir was aufgeht. Ich habe mal 3 Lernkreise rausgegriffen, die wir meines Erachtens oft verpassen oder wo ich irgendwann gedacht habe, krass, das sind ja auch Lernkreise, die Jesus aufzieht. Die erste ist, du steckst in einer Challenge. Also echt eine Herausforderung. Irgendwas im Leben, wo du merkst, boah, jetzt zählt's. Ich merke in den Challenges, Gott lässt mich lernen, dass ich mehr kann, als ich bis dahin dachte. In einer Herausforderung lässt Gott mich lernen, dass ich mehr kann, als ich bisher dachte. Und am Anfang glaube ich nicht, dass ich das kann. Da gehört all das zu, was man in einer echten Challenge hat, diese ganzen Selbstzweifel und Fragen und Suchen. Aber am Ende merke ich, ach krass, hat ja geklappt. Ich lerne, was ich kann und ich lerne Vertrauen auf Gott. Das zweite ist in einer Krise. Ich liebe Krisen nicht, aber wenn ich durch eine durchgewandert bin, dann doch irgendwie. Weil in der Krise habe ich wieder was gelernt. In Krisen, so ist es zumindest bei mir, fokussiere ich mich. Alles, was nicht wichtig ist, blende ich dann aus. Und in Krisen, weil ich oft keine andere Möglichkeit habe, lasse ich mich mehr auf Gott zurückfallen als sonst. Der Alltag flutscht ja manchmal einfach. In der Krise eben nicht mehr. Und ich lasse mich viel mehr auf Gott zurückfallen. Das ist ein Lernkreislauf, so eine Krise. Und da ist es gut, wenn du das umdeutest. Deute das, wo du drin steckst. Wenn du es erstmal negativ findest, durch den Heiligen Geist um zu merken, wo das Potenzial steckt, was Gott dadurch freisetzen will. Und als letztes daher noch den Zweifel. Ich mag es nicht, wenn wir so tun, als ob Zweifel schlecht wären. Zweifel sind nicht angenehm, da sind wir uns einig. Im Zweifel sind wir so hin und her gerissen, dieses, jenes, das. Unser bisheriges Denken funktioniert in Zweifeln nicht mehr. Was ist denn der Zweifel? Der Zweifel ist ein Moment, wo dein bisheriges Denken nicht mehr funktioniert. Und ich habe das Gefühl, Gott weiß genau, wenn er mir einen Zweifel schickt, dann löst er aus, dass ich suche, bis dass ich eine Antwort habe. Wenn ich in Zweifel bin, frage ich viel mehr Menschen. Wenn ich in Zweifel bin, kann es sogar sein, ich rufe Menschen an und wenn die irgendwo gepredigt haben, ich habe das gehört, versuche ich die Telefonnummer zu kriegen und sage, erklär mir das nochmal. Wenn ich in Zweifeln bin, fange ich an zu suchen, weil ich sage, ich brauche jetzt neue Antworten. Zweifel sind sehr häufig ebenfalls Lernkreisläufe, die Gott initiiert, um zu sagen, okay, wir suchen jetzt neue, bessere, tiefere Antworten. Das dritte, wie Jesus deinen Glauben prägt, sind die Alltagssituationen. All die Beispiele mit Predigt, Hauskreis, Gemeinde, super. Aber wir decken häufig nur diese 2 ab. Verpasst nicht den Alltag. Der war für die Jünger damals schon maßgeblich. Jetzt bist du im Alltag, schön unterwegs. Was lehrt Jesus dich denn da im Alltag? Meines Erachtens nimmt er dich in ein Geheimnis des geistlichen Lebens rein. Und dieses Geheimnis geht um die Frage, in welchem Verhältnis steht denn dein Handeln zum Handeln Gottes? In welchem Verhältnis steht dein Handeln zum Handeln Gottes? Das ist ein ganz simples Bild wieder. Das soll mal ein Pendel darstellen. Ich deute das mal hier so schwungvoll an. Ein Pendel. Und so ein Pendel, das schwingt ja so hin und her. Und auf der einen Seite steht eben dein Handeln und auf der anderen Seite steht das Handeln Gottes. Jetzt stell dir mal vor, du gehst nachher heraus und wie durch ein Wunder ist dir glockenklar, wann dein Handeln dran ist und wann Gottes Handeln dran ist. Stell es dir mal wirklich vor. Du gehst hier raus und weißt, okay, nee, das ist jetzt Gottes Part, oder gehst raus, das ist mein Part. Ey, wenn du das klar hast, das entspannt ja das ganze Leben. In dieses Geheimnis nimmt Jesus dich mit rein, um klarzukriegen, okay, was ist dein Part und was ist Gottes Part? Schönste Veranschaulichung dazu, Hochzeit zu Kana. Jesus macht Wasser zu Wein.
Es ist ja spannend, was Jesus macht und was er nicht macht. Jesus wusste, also das Wasser muss ich die Diener holen lassen. Jesus hat nicht da gesessen und gesagt, oh Gott, bitte, ich brauche mal Wasser in Krügen. Jesus hat nicht gebetet, er hat gesagt, okay, ihr lieben Diener, ihr wisst, wo es Wasser gibt, hier sind Krüge, füllt die mal. Jesus hat nicht gewartet, bis die Diener selbst auf die Idee kommen. Ah, Mensch, vielleicht checken die, dass ich das kann. Nein, Jesus wusste, okay, ich muss das jetzt veranlassen. Dann hatte er das Wasser und dann konnte er aus dem Wasser Wein machen. Jesus wusste sehr klar, was ist mein Part, was ist Gottes Part, wie muss ich das zusammenspielen lassen. Wenn du in der Unterscheidung wächst, wirst du dich nicht bei Dingen abmühen, die gar nicht dein Part sind. Aus Wasser wirst du im Leben keinen Wein machen. Aber ich sag mal, wenn du nicht manchmal das Wasser holst, wirst du auch nicht erleben, wie Gott Wein aus Wasser macht. Wo ist in deinem Leben vielleicht gerade dran zu sagen, okay, ich hole jetzt mal die Wasserkrüge. Das ist wirklich der Part, den kann ich machen. Um dann zu sagen, okay, pendel in die andere Richtung, das ist jetzt nicht mein Part, das Wunder draus zu machen. Ich plädiere sogar dafür, manchmal ist man sich nicht ganz sicher, will Gott jetzt was tun, dieses oder jenes, dann stell halt mal ein paar Wasserkrüge hin. Wenn kein Wein draus wird, nicht schlimm, schleppst sie wieder weg. Dieses Pendel, das, meines Erachtens haben wir das nie vorher klar, also manchmal. Aber oft nicht. Manchmal gilt es einfach zu sagen, ich stelle das Wasser mal hin, mal gucken, was Gott tut. Und umso mehr du das tust, desto mehr wirst du meines Erachtens auch erleben. Ich würde jetzt nicht das deutsche Wesen, ich muss mir vorher erst ganz sicher sein, hier zu hoch spielen, sondern sagen, ich probiere es mal aus. Wenn es gelingt, super. Wenn nicht, dann musst du sagen, gut, was ist denn jetzt dein Lernkreislauf? Ich habe hier irgendwas verpasst, Gott. In welchem Verhältnis steht dein Handeln zu Gottes Handeln? Und da haben wir uns, Sidestep, meines Erachtens mit einem Begriff, den wir auch bei Paulus finden, so ein bisschen ins eigene Knie geschossen, das ist der Begriff Gnade. Ich habe Gnade lange so verstanden, ich bin einfach angenommen, wie ich bin. Das ist immer, wenn Gnade da steht. Wenn es dann heißt, durch Gnade seid ihr, dann wusste ich immer, okay, einfach weil Gott mich lieb hat, ist das gut. Gnade ist allerdings nicht das Gegenteil von Handeln. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Also wenn irgendwo in der Bibel steht Gnade, dann meint das, durch Gottes Möglichkeiten ist das und das. Durch Gottes Möglichkeiten ist das und das. Gnade heißt nicht, dass wir in unserem Leben nichts mehr tun. Gnade Gottes heißt, dass er Dinge ermöglicht, die wir aus uns selbst heraus gar nicht könnten. Ich hoffe, den Gedanken habt ihr. Wenn nicht, müsst ihr nachher alle nochmal zu YouTube gehen und es nochmal durchgucken, weil Gnade nicht das Gegenteil von Handeln ist. Und hier legen wir manchmal Bibelverse falsch aus. Wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann sagt er ja nicht, ich tue alles. Dann sagt er ja im Prinzip das mit dem Pendel. Hier, im Verhältnis du mit mir kommen wir vorwärts. Dadurch hast du es nachher immer noch nicht selbst geschafft, aber Gott schafft was durch seine Gnade in deinem Leben, was du selbst gar nicht auf die Kette bekommen hättest. Das ist das Pendel, diese Unterscheidung. Genau. Ich lasse das mal so stehen. Die Frage, die du einfach mitnehmen kannst, sind die Wasserkrüge. Wo ist es an der Zeit, Wasserkrüge hinzustellen? Und wo ist vielleicht auch an der Zeit, aufzuhören, zu versuchen, aus diesen Wasserkrügen Wein zu kriegen? Und zu sagen, hey Gott, die stehen da. Wenn es dein Part ist, dann leg mal los. Wir nähern uns zum Abschluss. Ich glaube, Jesus bringt dir ganz viel über Gott bei, über Gottes Regierungsprinzipien, über seine Weisen, wie er mit uns umgeht. Er wird dich aber auch viel lernen, wer und wie du als Mensch bist. Er wird dich viel lernen, wer und wie du als Mensch bist. Ich sehe hier ein Problem. Ich glaube, wir machen manchmal uns selbst und auch anderen das Leben schwer, weil wir überhaupt nicht überlegen, wie bin ich denn? Überleg mal deinen Persönlichkeitstyp. Bist du so ein Flippiger, der schnell extrovertiert hochspringt? Der beim Lobpreis im Prinzip kaum warten kann, bis er steht? Oder bist du so ein Nachdenklicher, der erstmal alles auf sich wirken lässt, sagt, ich guck mir das mal an, oh, schöne Texte. Wir sind ja ganz unterschiedliche Typen in so Gemeinden. Und wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Typen von dem eher Nachdenklichen bis zu dem Extrovertierten oder eher so einem Gleichmütigen, der kann mal so und mal so, wenn du die miteinander Lobpreis machen lässt, das sieht ganz unterschiedlich aus. Wenn du die miteinander Bibel lesen lässt, das sieht ganz unterschiedlich aus. Wenn die leben, sieht das ganz unterschiedlich aus. Wir scheren geistlich oft alles über einen Kamm und das tut uns weh. Wir tun uns gegenseitig weh. Und Jesus sagt, hey, ich bringe dir viel über Gott bei, aber ich will dich auch reinnehmen, wer du bist, wer du für mich bist. Und du spielst anders als ich. Du würdest auch anders Fußball spielen als ich. Wir sind unterschiedlich. Und Jesus sagt, ja, ich bringe dir viel über Gott bei, aber ich bringe dir auch viel über dich selbst bei. Und dadurch gibt es hier unten einfach so einen kleinen Mensch, weil Jesus deinen Glauben prägt, dem er dir zeigt, wer und wie du bist. Und ich habe gemerkt, manchmal sagt Jesus, weißt du was, jetzt geht es gerade nicht um Bibelwissen. Lass uns mal in dein Leben gucken. Du hast in deinem Leben Gutes erlebt und du hast definitiv Sätze, ob das von Eltern in der Schule oder von Freunden waren, die waren auch einfach beschissen. Und Jesus sagt, hey,
Da gehen wir mal dran. Das gucken wir uns an. Mit dem Heiligen Geist löst er irgendeinen Prozess aus. Dann stellt er dir noch einen Menschen an die Seite und sagt, dieser Lernkreislauf, geht es einfach um dich, dass du freier wirst. Dass du irgendeine Lüge, die du über dir hast, verlierst. Erkenne Gott, wisse aber auch, wer du bist als Mensch. Das ist ein Part, wie Jesus deinen Glauben maßgeblich prägt. Es gibt ein cooles Buch, ihr könnt es sofort googeln, ihr könnt es nachher googeln. Scazzero heißt der Typ, Scazzero. Der hat ein Buch geschrieben, Glaubenshelden, Seelenzwerge. Wer es nicht kennt, Wahnsinn. Weil er im Prinzip genau dieses Thema unserer Geschichte, nicht nur das Wissen über Gott, sondern auch wir als Menschen, super gut aufnimmt. Also wer ein bisschen will zu diesem Part, kauft euch das Buch, ihr werdet davon gewinnen. Wenn ihr es nicht gut findet, schickt es mir, ich kaufe es euch ab, weil das ist ein Buch, das kann man immer mal verleihen. Abschluss. Zum Abschluss, theoretisch sollten die Kreise gleich groß sein. Kreise, genau, ist für den Herrn da hinten. Die Kreise sollten gleich groß sein. Es gibt in deinem und meinem Leben einen Kreis, der steht für die Lehre von Jesus. Das, was er so auf der Platte hat, wie er die Dinge rübergebracht hat. Und dann gibt es den anderen Kreis, wie du es verstanden hast. Und es gibt in manchen Parts in deinem Leben einfach einen Unterschied. Ja, manche Parts, die hast du irgendwie verstanden, dass Jesus die so gesagt haben könnte. Und Jesus sagt, nee, habe ich anders gemeint. Das ist normal. Es gibt hier diese Schnittfläche und mit den Kreisen mache ich im Prinzip nur den Link zum Anfang. Es geht in deinem Leben als Jünger darum, dass Jesus sagt, hey, ich habe Zeit, ich bin mit dir unterwegs und mein Kreis wird deinen Kreis prägen. Ich werde dir viele Dinge beibringen. Du musst dich nicht hetzen, du darfst einfach mein Tempo mitgehen. Und diese Schnittfläche in der Mitte, die will ich immer größer werden lassen, damit du wieder lernst, was es heißt, als Mensch zu leben. Und das ist mein letzter Satz, den ich sage. Ich glaube, im Christsein geht es darum, dass wir wieder lernen, als Mensch zu leben. Auf dieser Welt mit unseren Stärken und Schwächen. Und das sind meines Erachtens ein paar Prinzipien, die Jesus da entlang geht, wie er deinen Glauben prägt. Und ich werde jetzt zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen und dann werden wir gemeinsam ein Lied singen. Mehr oder weniger gemeinsam, wie man das halt gerade so macht. Ich bete. Jesus, es ist gut, dass du der verbindende Punkt bist, egal wo wir gerade sitzen. Der verbindende Punkt, der uns mit dir verbindet, uns miteinander und vor allem unser Leben mit dir. Danke, dass du bei deinen ersten Jüngern gezeigt hast, wie du das machst, Glauben prägen. Und danke, dass wir davon heute für uns lernen können, als Freikirchen oder als Christen, wie auch immer wir uns positionieren. Und ich bete, dass du jetzt die guten Worte einwurzeln lässt und die Worte, die ja nichts für uns waren, auch einfach ins Regal einsortierst und da stehen lässt. Danke, dass du Chef bist, dass du in der Schaltzentrale sitzt, dass alles in deinen Händen liegt. Und danke, dass wir uns dir da anvertrauen dürfen und dir nachfolgen. Amen.